Nee, du hast ja ein Ziel, ne? Du sollst zum Wasserpalast. Du kannst aber aufs Schild gucken. Kanoni-Reisebüro rechts. Will ich nicht hin. Willst du nicht? Weiß nicht, musst du wissen. Nee, ich will zum Wasserpalast, nicht zum Reisebüro. Dann geht's zum Wasserpalast. Haha! Ha. Verarscht. Reingefallen. Ey, der lebt noch. Ja gut, die Pflanze hält ein bisschen mehr aus als so ein Pogo-Puschel, ne? So. Neues Schild. Ich glaube, Schilder kannst du nur von unten lesen. Wasserpalast nach oben, Quelldorf rechts und unten Pandaria. Pandoria, Entschuldigung. Siehste? Ich hab gesagt, ich will nicht zum Reisebüro. Pilz. Du und das Aufladen, ey. Nur 22 trotz aufgeladen? Dann lohnt das Aufladen eigentlich gar nicht, ne? Naja, 15. Ich hier sonst einfach die 19. Ganz ohne Aufladen. 2, na gut. 2 ist Weltklasse. Ja. Oh. Wenn der Pilz furzt, wirst du bewusstlos und solltest du nicht daneben stehen. Jetzt ist er mit dem Arsch auf dich gesprungen. Kackvogel. Baum. Noch ein Schild? Gefahr. Hungrige Goblins. Bah. Und da so eine Kackpflanze. Ja, hau auf die Kackpflanze. Das geht auch in die Hose. Scheiße, ich sterb gleich schon wieder. Ja, soll ich mal so rumgehen? Geh mal ins Ringmenü eben. Drück mal nach oben. Nach oben? Ja, nimm mal bloß einen Bonji. Nochmal bestätigen. Ja, die Frage ist sonst auf welchen Charakter. Jetzt hast du nur den zur Auswahl, aber ja. Übrigens, der Bonbon heilt 100 Lebenspunkte. Okay. Haben wir das auch geklärt. Mhm. Pflanze? Ja, Pflanze. Das ist der Wahnsinn. Voll gut. Ein Traum. Ich weiß gar nicht, wie ihr geschießt. Oh Mann! Oh Mann, ey. Nur hau drauf! Du wolltest, dass ich das hier spiele. Wenn du nach dem Schlagen gleich gedrückt hättest und auflädst, dann ist ja okay, aber nicht erstmal zuerst von vorne. Und du hast Shoutout to 69 oder was? 69 Lebenspunkte jetzt nach Level 3. Zum Wucherkater. Beim Wucherkater kannst du zum doppelten Preis einkaufen. Aber ich will doch. Wir brauchen aktuell, glaube ich, nichts. Ich wüsste, keine Ahnung, ob der Rüstung jetzt verkauft und wahrscheinlich nicht. Oh, wichtig ist an dieser Stelle, sprich bitte mit Hagen. Das ist der blonde Vogel, der oben steht. Nee, der andere nicht. Nee, wenn du einen von den Rittern ansprichst, dann hauen die alle ab. Und wenn du Hagen ansprichst, kriegen wir noch eine zusätzliche Szene und das Mädchen früher. Wenn du jetzt mit Hagen nicht sprichst, kriegen wir erst wesentlich später einen zweiten Charakter und also die Koboldin und das Mädchen erst danach. Achso, wir kommen aus Pandoria, um die Hexe Tura zu bekämpfen. Mhm. So, und jetzt kannst du mit den Nasen herunter sprechen. Mit einer Peitsche können wir die Abkürzung zu Turas Schloss nehmen. Das ist Oberst Hagen. Unsere Mission ist sehr gefährlich, aber wir werden es schon schaffen. Oberst Hagen, angetreten. Kompanie, Marsch! Jetzt sind sie weg. Wasserpalast. Yay. Du. Tja, die Musik auch schon erwischt, ja? Ein bisschen. Wo ist der Fremde? Hast den Namen schon wieder vergessen? Auf geht's, Renny. Also das Spiel ist wirklich einen der besten, wenn nicht sogar den besten Soundtrack von den Spielen auf Super Nintendo, die ich kenne. Ich glaube, besser ist nur noch Chrono Trigger und Final Fantasy 3-6. Also von der Atmo auch hier ein bisschen wie Star Fox. Oh, das habe ich auf dem Super Nintendo leider nie gespielt. Doch, ja. Immer angetestet, aber Star Fox habe ich nie wirklich gespielt. Ich früher immer durchgespielt. Ach was. Mehrfach. Den Super Nintendo Teil, ja? Ja. Ja, cool. Spaß gemacht. Glaube ich. Schalter, ich drück mal diesen. Den kannst du später erst benutzen. Ja. Weil er da nämlich steht. Ach so. So, und jetzt? Hey Süße, wo ist dieser Aquaria?
Oh je, wie peinlich. Hallo Aquaria, schön, dich mal wieder zu sehen. Willkommen. Das soll Aquaria sein? Die 200 Jahre alt ist? Muss einen anquatschen. Bock sie meine. Aquaria, überall sind Monster. Dieser Junge hat gerade eins erledigt. Ich weiß, Elbe und Flut brachten mir bereits die schlimme Nachricht. Die Mana-Kraft wird immer schwächer, deshalb konnte der Junge auch das Schwert aus dem Stein ziehen. Das wiederum erweckt sich die Monster zum Leben. Noch mächtigere Monster versuchen die Kraft des Mana-Schwertes zu stehlen. Erst wenn diese Monster besiegt sind, kannst du das Mana-Schwert mit Hilfe der Waffenorbs wieder reaktivieren. Den ersten Orb hast du bereits vom Sichelanbeter erhalten. Doch es gibt noch mehr solcher Orbs mit Mana-Energie für das Schwert. Suche jemanden, der mit den Orbs dein Schwert stärker machen kann. Was heißt denn jemanden? Naja, erstmal quatsch mal einander, damit du noch ein bisschen mehr Text kriegst hier. Aquaria hat mich alles gelehrt, was man wissen muss. Ich erfuhr von ihr über die Mana-Energie, die unsere Welt beherrscht. Ja, dann quatsch die nochmal an. Aquaria hat mich alles gelehrt, was man wissen muss. Ich erfuhr von ihr über die Mana-Energie, die unsere Welt beherrscht. Begib dich ins Imperium, Viktor. Sie planen, die Mana-Festung zu reaktivieren. Meint ihr etwa die Festung, die in der Legende die Welt zerstören wird? Das ist kein Märchen. Das Imperium versucht, sie wieder zu reaktivieren. Das Imperium bricht die Siegel, die zum Schutz der Mana-Samen da sind. Sie haben es auch schon auf den Samen in diesem Palast abgesehen. Samen. No. Dann ist Panduria auch in Gefahr. Oder was meinst du, Aquaria? Stimmt, Viktor. Geh am besten gleich dorthin und warne den König. Okay. Und du, Randy, gehst zum Elfenteich. Die Zwerge, die dort leben, produzieren die besten Waffen weit und breit. Vielleicht kann einer der Zwerge auch dein Schwert mit dem Orb stärker machen. Mit einem stärkeren Schwert erhöht sich auch deine Kampfkraft. Klasse. Knaller, oder? Wir haben Quatsch mit ihr nochmal. Sonst kommst du nicht zurück. Mano. Randy, wovor hast du denn solche Angst? Schwert oder Festung? Bereits vor Jahrhunderten haben unsere Vorfahren versucht, die Mana-Kraft mit Hilfe der Mana-Festung zu kontrollieren. Erfolglos. Nur dem Mana-Schwert haben wir es zu verdanken, dass diese Welt noch existiert. Nach der letzten Schlacht haben Überlebende diese Welt wieder aufgebaut. Hast du gerade genickt, ja, ne? Das ist das Mana-Schwert, aber es hat seine Kraft verloren. Die letzte Kraftreserve hat es wohl aufgebraucht, als es dich gerufen hat. Warum ist es gerade mich erwählt? Das weiß ich auch nicht, aber du musst dem Schwert neue Kraft geben. Besser nicht, ey. Wie denn? Und was muss ich tun? Du musst beweisen, dass du es wert bist, dieses Schwert zu tragen. Ich? Das ist unmöglich. Randy, das Imperium darf auf keinen Fall die Mana-Festung reaktivieren. Stelle die Kraft deines Schwertes wieder her, sonst sind wir alle verloren. Und was muss ich tun? Du musst haben wir noch schon. Kannst jetzt nochmal ich sagen, oder bitte nicht? Na gut. So, und jetzt berühre den Mana-Samen mit dem Schwert. Ja, ich habe schon wieder Samen gesagt. Für einen kurzen Moment sind das Schwert und der Samen ineinander verschmolzen. Du hast den Mana-Samen mit dem Mana-Schwert versiegelt. Von jetzt an richtet sich alle Kraft dieses Samens nur auf dich. Und zwar egal, wo du dich gerade aufhältst. Es gibt insgesamt 8 solcher Mana-Samen. Du musst sie alle versiegeln. Hier hast du eine Lanze. Sie wurde früher von Mana-Rittern benutzt. Lanze erhalten. Hä? Ich hab da schon ein Schwert. Es gibt insgesamt 8 Waffen, die wir haben. Sie wird durch Benutzung immer stärker, ähnlich wie das Mana-Schwert. Übrigens, es gibt noch weitere Waffen wie diese. Suche überall danach. Ich gebe dir Kraft.
Mit anderen Worten, sie heilt dich jetzt, was jetzt eigentlich gerade Wurst ist. Möchtest du speichern? Möchtest du? Klar. Nochmal, ja? Hm? Zunächst solltest du zum Elfenteich gehen. Dort musst du nach dem Lavatempel suchen. Südlich von hier liegt die Stadt Pandoria, durch die du gehen kannst. Du kannst auf irgendeiner Taste auch laufen. Jetzt mal schlecht einsperren, ja, klar. Bleib schön da. Also, wie gesagt, auf irgendeiner Taste kannst du auch rennen. Ich habe das Menü gefunden. Ich bin stolz auf dich. Rennen kannst du allerdings nicht auf Treppen. Da war gerade die richtige Taste, weil die Prozentanzeige losging. Also jetzt rennen. Siehste. Das wäre dann A. Mhm. So, dann rechts wieder runter, weil du nach Pandoria musst. Ich denke, ich muss zu den Elfenteichen. Ja, aber du sollst ja über Pandoria reisen. Das war der einzige Weg. Ah, schon wieder so ein Puffelschnuff. Puffelschnuff? Hast du Angst vor dem Pogo-Puschel oder was ist da los? Mein Schwert war nicht aufgeladen. Angst vor dem Puffelschnuff. Du kamst so aggressiv auf mich zu. Das wird dein neuer Spitzname, ey. Puffelschnuff. Richtig gut. Oh Junge, zum Buchergarter? Also, nee, wollte ich nicht. Nee. Pflanze oben auch ignoriert, sehr gut. Und pass auf, wenn du jetzt hier runter gehst, startet eine Szene, die du nicht gehabt hättest, hättest du nicht mit Hagen gequatscht. Das kann sich so ein bisschen ziehen, wenn du mal 4 machst, aber da stehst du auf jeden Fall super. Da, das wäre sonst nämlich nicht passiert. Dann bin ich weggezaubert, Hilfe! Bin ich auch noch im Topf? Mhm. Was soll das? Sei nicht still, du kleiner Schreihals. Wie möchtest du gekocht werden? Al dente oder eher weich gekocht? Lass mich hier raus! Du bist jung und knackig. Lecker! Du wirst ein Festschmaus. Hey, schnell! Die Lindenstraße fängt gleich an. Echt beknackt. Hey, psst. Hey, Zwergenfutter. Störe ich dich beim Baden? Sehr witzig. Okay, ich helfe dir. Und jetzt weg hier. Vielen Dank, aber wer bist du und was tust du hier? Ich suche jemanden, der unglaublich hübsch, sehr intelligent und einfach zum Knuddeln süß ist. Er ist genau das Gegenteil von dir. Wie bitte? War nur ein Witz. Nein, ich suche mal einen Verlobten, der muss ja irgendwo sein. Ciao! Hey, warte doch! Die ist in Richtung Pandoria gegangen. Na, dann mal hinterher. Erfahrung, Regel Goblins. Jo, die haben wir jetzt auch schon kennengelernt. Du hilfst. Zack. Ha, ausgewichen. Zack. Okay, so langsam wird's. Das ist doch schön. Ja, hack das Schild weg. Pandoria immer noch unten. Kackpflanze hier. Du musst rechts lang, kann ich dir verraten. Hm. Oh. Oh, schön. Die treibt dich bis zurück zum Wasserpalast, sag ich dir. So, Achtung, noch ein gelber Puffelschnuff. Ich hab ihn im Griff. Möchtest du einen Rasenmäher-Simulator spielen lieber, oder? Ja, warum denn nicht? Oh, hier 40. Puffelschnuff ist erledigt. Ohne Aufladen. Das Gelbe ist übrigens ein Springpilz.
Was ist der da oben? Mhm. Wie weit kann er denn springen? Du kannst es rausfinden, wenn du möchtest. Ohne Truhe. Schüttel, schüttel, schüttel. 14 Kröten. Der Springpilz ist kein Gegner. Was sagt er mir jetzt? So, und schon muss noch mal ein Pudding laufen. Toll. Ah, schon mal Puff. Den hast du eben auch schon gekrittet, ne? Ich meine, ja. So ein guter Crit-Gegner. Ja. Aber auch hier. Auch gekritet. Hat aber nicht ganz gereicht. Sehr gut, du bist im Schlafpuder ausgewichen. Zack. Ach. Sieht aber auch so aus, als ob das da hingehört. Ist nicht schlecht, ne? Die Biester fallen im Remake richtig auf. Das haben sie nicht so gut hingekriegt, irgendwie. Oh Gott. Nicht getroffen, okay. Breakdance. Meine Empfehlung, Bonbon, wo du abkackst. Bitte? Mhm. Quelldorf oder Pandoria? Was darf sein? Ich geh mal hier unten lang. Hallo, Herr Wachmeister. Willkommen, Pandoria. Mir wurde gesagt, ich soll dich durchlassen, sobald du ankommst. Sir Victor aus Tasnica ist in der Burg. Er hat eine Audienz beim König. Ach, und übrigens, sprich besser nicht mit den Menschen hier. Hallo? Freu? Wo willst du denn hinschieben, hey? Ja, übernachte ich ja mal am besten. Hm? Möchtest du übernachten? Mach's dir gemütlich. 10 Kröten. Klaro. Authentisch. Möchtest du speichern? Auch das. So, und du weißt, dass ich ein Bonbon esse. Ja, jetzt reine Verschwendung. Na, jetzt hast du 10 Öcken rausgehauen, ne? Nee, Kohle habe ich dicke. Na dann. Wo ist... Das Schloss ist oben rechts. Danke. Gerne. Oben, oben. Oh, Mäuschen. Du sollst doch nicht mit den Leuten reden. Bitte nicht stören. So viele Wachen. Mhm. Der hat sogar einen grünen Schnäuzer. Was ist denn das hier für ein Irrgarten? Aus dem Weg. Hast du dir an die Brüste gefasst, oder? Das hat keiner gesehen. Was ist denn hier? Ja, lauf mal weiter. Du machst das schon. Das Haus ist verrückt gemacht. Und die Szene hätten wir auch nicht gekriegt, hätten wir vorher nicht mit Hagen gesprochen. Niemand außer mir kann über mein Leben bestimmen, Vater. Hey, Zwergenfutter, sag bloß, du bist ein tapferer Ritter. Du meinst wegen diesem Schwert? Weswegen denn sonst? Hör zu, vorhin habe ich dir geholfen, jetzt musst du mir helfen. Wir müssen zu Tura, der Hexe, meinen verlobten Hagen befreien. Oh, den kenne ich. Aber ich muss doch in den Lava-Tempel. Das kann warten. Auf, Ich heiße Randy. Und ich?
gibt dem Mädchen einen Namen. Ihr Originalname ist Prim. Bitte was? P-R-I-M. Soll ich das eingeben oder hast du einen Namen für sie? Ich glaube, willst du sie spielen? Mir ist es wurscht. Ja, dann möchtest du Prim oder möchtest du was anderes? Mach ruhig. Dann heißt du Prim. Dann heißt du Q. Danke für den warmen Controller. Ich hatte schon wärmere gekriegt, so ist es nicht. Okay, dann heiße ich Prim. Prim schließt sich an. Darfst du Start drücken? Oder so? Oder irgendwas? Ja, jetzt siehst du, jetzt ist eine 2 unten an dem Porträt. Jetzt hast du Prim. Gut, wir müssen trotzdem einmal hier mit dem König und Victor quatschen, damit es weitergeht. Randy, ist dir aufgefallen, dass die Leute hier sehr seltsam sind? Die Hexe Tura entzieht den Menschen die Lebensenergie. Sie treiben sich seit Tagen bei den Ruinen herum und reden kein Wort. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Geh zum Elfenteich. Er geht zum Elfenteich oder ich gehe zum Elfenteich? Wir sind zum Elfenteich und er geht der Sache mit Tura auf den Grund. Obwohl okay. Er eigentlich ins Imperium sollte. So, falsche Taste. Ja, genau. Wir müssen alles vertraut machen hier. Nein! Gut, okay. Da war laufen. Alles klar. Volle Elle gegen die Wand geschmotzt. Küsst die Wand, gnädige Frau, oder? Genau. So, haben wir hier irgendwo einen Puffen? Das ist ein Rüstungsladen, glaube ich. Das war nicht auch meine Frage. So, Keule. Ach, die sind ja noch alle beknackt, deswegen verkaufen die nicht. Weg.